Der Anschluss der VDM10 in der PoE-Version ist denkbar einfach. Hierzu benötigen Sie lediglich einen PoE-Switch oder die PoE-Injektoren. Der PoE-Switch wird an der Buchse 5 mit Ihrem Heimnetzwerk an den Router angeschlossen. Die Ports 1 bis 4 sind für Ihre Endgeräte und die PoE-Stromversorgung und Netzwerksignalversorgung zuständig. In unserem Fall ist der PoE-Switch schon angeschlossen und wir können mit der Verbindung beginnen. Schließen Sie hierzu bitte an der Außenstation das Netzwerkkabel an und ebenso an der Innenstation. Beide Geräte fahren nun hoch. An der Außenstation können Sie dies erkennen, indem Sie auf den beleuchteten Klingeltaster schauen. Dieser leuchtet. Die Innenstation startet sich und beginnt nach einer kurzen Aufwärmphase mit dem Installationsprozess. Der erste Schritt wird sein, ein Passwort zu vergeben. Wie Sie soeben hören konnten, gibt die Außenstation bei der Inbetriebnahme einen kurzen Alarmton von sich. Nun beginnt der Installationsassistent. Der erste Schritt ist es hier, Ihre Sprache auszuwählen. Im zweiten Schritt geht es um die Netzwerkeinstellungen der Innenstation. In unserem Fall beziehen wir eine IP-Adresse aus dem DHCP. Dazu aktivieren wir kurz den DHCP-Schieberegler. Dieser springt auf grün und dann sofort wieder zurück und hat sich somit eine IP-Adresse von dem DHCP-Server gezogen. Ebenso wurde ein Gateway vergeben. Natürlich können Sie hier auch feste IP-Adressen vergeben. Im nächsten Schritt geht es darum, den Innenstationstyp auszuwählen. Da wir dies als Innenhauptstation einrichten, muss hier nichts mehr eingestellt werden. Wir gehen auf Weiter. Im Assistent verbundene Geräte 4 von 4 finden Sie die auszuwählende Außenstation. Bitte gehen Sie hier kurz auf den Zahnrad, auf das Zahnradsymbol. Nun werden Sie aufgefordert, die Außenstation zu aktivieren. Im nächsten Schritt gehen wir erneut auf das Zahnradsymbol und können nun die Netzwerkeinstellungen der Außenstation vornehmen. Wir vergeben hier wieder eine DHCP-Adresse und aktivieren den DHCP-Schieberegler. Das bestätigen wir mit OK. Nun hat auch die Außenstation sich eine DHCP-IP-Adresse gezogen. Ist das der Fall, können wir den Assistenten mit Fertigstellen beenden. Nun braucht es einen kurzen Moment, bis die Anlage auch wirklich beide Geräte miteinander gekoppelt hat. Sie können entweder das Live-Bild aufrufen und sich schon mal das Kamerabild Ihrer Außenstation anzeigen lassen. Oder Sie können klingeln. Somit ist die Einrichtung Ihrer VDM10 abgeschlossen.